Johanna, aka Jo Tiffe, wird hier heute sprechen über E-Mobility, also vor allem über E-Bikes. Sie ist Industriedesignerin und arbeitet seit 2002 zum Thema Elektromobilität mit einem Schwerpunkt auf E-Bikes. Bei ihr werden wir gleich erfahren, wie man vielleicht ihr Ziel, nämlich nachhaltige und aber auch Open-Source-E-Bikes zu bauen, näher kommen könnte und warum das auch besonders gut Hand in Hand geht. Also einen warmen Applaus bitte für Johanna. Ja, hallo. Schön, dass ihr euch alle hierher getraut habt und vor allen Dingen auch, weil ja jetzt auch die Demo ist. Freut mich sehr, dass ihr trotzdem hierher gekommen seid. Ich bin jetzt gerade etwas nervös. Der Vortrag ist in drei Teile eingeteilt. Und zwar werde ich erstmal im Allgemeinen was über Connected Mobility sagen. Das wird dann auch nochmal etwas unterteilt in verschiedene Themenbereiche. Dann kommt das eigentliche Projekt, was ich gerade dabei bin zu initiieren, das Digital Bike 23. Und danach werde ich ganz kurz noch über das Zeilprojekt E-Bike Brain berichten, was ich demnächst in Berlin beginne. Zur Connected Mobility. Erstmal wollte ich fragen, gibt es hier Leute, die schon mal E-Bikes gefahren sind im Publikum? Yes! Das sieht ja schon ganz anders aus als früher. Wer hat schon mal an so einem Ding rumgeschraubt? Okay, weil ich hatte auch einen Vortrag. Der erste Vortrag ist 2007 von Gizmo hier gemacht worden zu dem Thema, war auch ein sehr spannender Vortrag im Chaos Camp. Und beschäftigt sich jemand professionell mit E-Bikes, Elektromobilität? Wow, okay, super. Gut, dann starte ich mal los. Erstmal geht es jetzt so ein bisschen kurzer Einblick in das, was jetzt gerade in der Connected Mobility passiert. Es wird hier gerade entwickelt auf allen Ebenen, parallel, durcheinander, relativ chaotisch und vor allen Dingen schnell und unkoordiniert wird versucht, alles Mögliche zu vernetzen. Das Problem, was wir uns eventuell dabei erzeugen können, was viele Studien voraussagen, ist, dass wir einen Rückschritt ins Automotive-Zeitalter erleben könnten, weil der Fokus gerade von den großen Industrien, also Automotive und der Tech-Industrie, auf Automotive liegt. Es ist so, die Tech-Industrie hatte selber versucht, Autos zu bauen, ist damit an und für sich gescheitert. Die Automotive-Hersteller waren ein bisschen spät dran. Das haben sie jetzt aufgeholt und jetzt geht es gerade darum, dass man sich zusammentut und schwer auf autonomes Fahren zusteuert. Das Problem der Mobilität ist natürlich wie schon lange im Automotive-Bereich. Es wird hohe verdeckte Kosten geben in allen Bereichen. Jetzt kommen dann auch noch die Serverkosten, die Kommunikationstransferkosten und so weiter dazu. Also das ist überhaupt nicht absehbar. Bei der Mobilität werden unglaublich viele Daten natürlich erzeugt, weil die Fahrzeuge untereinander kommunizieren. Sie kommunizieren mit ihrem Umfeld. Die Daten müssen verwaltet werden, sie müssen auf Server kommen und da muss überhaupt erstmal ein vernünftiges Netz geschaffen werden. Und das Problem ist natürlich zwischen allem, sind dann auch noch wir Userinnen dazwischen, die dann aus Versehen oder nicht aus Versehen, die mit vernetzt werden, aber wo eigentlich fraglich ist, wo ist
unsere Position in dem ganzen Vernetzungschaos. Ich will diesen Teil jetzt in drei Bereiche einteilen, und zwar das autonome Fahren selber, dann Mobility as a Service, und dann will ich als kleines Fallbeispiel die E-Roller rausgreifen, die wir hier seit 2017 beobachten. Im autonomen Fahren ist es im Lastverkehr, gibt es schon viele Versuche. Das ist hier ein Versuch von Daimler, der ist 2015 über die Testfelder hier in Deutschland gefahren, über die Autobahn, und es wird halt immer mehr geplant, autonom im Lastverkehr zu fahren. Das hat sicherlich auch Vorteile, wie ihr alle wisst, weil die Fahrzeuge einfach ohne Fahrer permanent laufen können. Sie können besser getaktet werden und natürlich auch das Tempo kann optimiert werden. Man kann sie elektrisch fahren lassen, man muss sie aber nicht elektrisch fahren lassen. Das Problem ist hier, dass nicht klar ist, ob nicht noch mehr Transporte auf die Straßen verlegt werden, was dann für die CO2-Bilanz extrem ungünstig ist. Ein anderer Teil ist natürlich, sind die individuellen Fahrzeuge. Ich habe hier ein nettes, kleines Fahrzeug rausgeholt. Überwiegend werden gerade eher SUVs entwickelt, die auch einiges kosten. Und die Automotive-Hersteller, also immer mehr Automotive-Hersteller deklarieren, dass sie in der kommenden Zeit Mobilitätsdienstleister werden wollen, weil sie halt sehen, dass durch die Vernetzung ganz andere Themengebiete für sie dazukommen und sie nicht mehr so groß auftrumpfen können wie früher. Aber damit sie ihre Freunde noch behalten können, etwas sehen sie sich dann als Dienstleister. Sie peilen Mobility as a Service an. Aktuell, auch um die Fahrzeuge zu amortisieren. Ein Teil, der sicherlich auch interessant ist im autonomen Fahren, das sind diese kleinen Busse, die jetzt schon auch anfangen, über Land zu fahren. Dieser hier ist aus Bad Birnbach. In Berlin fahren schon zwei Piloten rum. Die fahren immer sehr langsam und können aber on demand, zum Teil sollen die gerufen werden, und können auch bei schwacheren Infrastrukturen einiges abdecken, wenn sie gut integriert werden. Hierfür gibt es eine ganz interessante Studie vom BEE, die sich damit befasst, wie man integrierte Verkehre, digitale Verkehre, zusammen, wie das gut funktionieren kann. Dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Punkt, und zwar ist das Mobility as a Service auch ein großer Bereich in der vernetzten Mobilität. Da gibt es einen schwedischen Innovations-Think-Tank, der möchte gerne das System der Systeme entwickeln. Das ist also die Dachvision, die passieren könnte. Es sollen sämtliche Verkehre sozusagen zusammengefasst werden. Es kommt an und für sich auch immer darauf an, wer sich mit diesem Thema beschäftigt. Für die businessorientierten Anbieter, Player in diesem Bereich ist es eher, businessorientiert. Dabei entstehen dann Meta-Apps, die verschiedene Verkehrsmittel zusammenfassen. Da geht es auch viel darum, Payment-Methoden zusammenzufassen. Das ist die eine Hälfte. Die anderen Player sind dann eher Kommunen und öffentliche Verkehrsverbünde und so weiter, die sich dann überlegen, wie kann man alles
zusammenfassen, alle Verkehre zusammen, Verkehrsmittel zusammenfassen, die aktuell möglich sind. Das heißt zum einen die öffentlichen Verkehre, aber natürlich auch die neuen Player, die Sharing-Systeme, Bikes, Roller, Autos, wie kann das alles zusammengefasst werden, so dass es hinterher Sinn macht, dass es orchestrierbar ist, dass es auch Sinn für die Gesellschaft macht. Es gibt natürlich wirklich viele neue Möglichkeiten, da die den Verkehr tatsächlich auch verbessern können, einfach dadurch, dass die Zahlung vereinheitlicht wird. Man irgendwann wird dann auch, das aktuell haben ja sehr viele Apps für irgendwelche Fahrzeuge, für Sharing-Fahrzeuge auf dem Smartphone. Das würde dann wieder zurückgefahren werden können. Es gibt dann halt weniger Apps und so weiter. Also es gäbe eine sehr vernetzte Mobilität, die auch sehr leicht zugänglich ist, was dann sogar zum einen multimodale Mobilität, also man kann aus einem gewissen Pool sozusagen sich die Dinge aussuchen, aber auch intermodale Mobilität, also Mobilitätsketten sozusagen ermöglichen würde. Das heißt, man kann in kürzester Zeit flexibel umsteigen, was weiß ich, vom Fahrrad auf die S-Bahn und wieder zurück zu einem Sharing-Bike oder zu einem Roller. Einfach deswegen, weil die Algorithmen dahinter das ermöglichen, weil es sehr, sehr leicht zu handeln ist. Das ist die Vision. Das ist natürlich technisch sehr schwer herzustellen. Das Problem ist, ja, da müssen natürlich, ihr wisst es alle, viele Daten zusammengefasst, es muss sehr, sehr viel zusammengefasst werden und kann dann auch zu einem wahnsinnigen Kontrolltool mutieren, was sehr viele Leute ausschließen kann aus der Mobilität, gerade weil halt auch Finanzen und so weiter mit integriert sind. Man sieht es ja jetzt schon in China an dem Social Scoring System, was da gerade etabliert wird, was hier für Europa sicherlich nicht wünschenswert ist. Aber jetzt schon sind natürlich auch Versicherungen und so weiter daran interessiert, sich an diesen Mobility-as-a-Service-Konzepten zu beteiligen. Auch die EU macht inzwischen Anstrengungen und hat da schon Stiftungen gegründet und so weiter. Jetzt wollte ich Mobility as a Service ist für die verschiedenen Bereiche, wird die auch unterschiedlich ausgelegt. Und zwar in den Vereinigten Staaten ist es halt so, da wird wie üblich relativ viel Wert auf Business gelegt, nur kämpfen die natürlich auch mit ihrer Umwelt. Sie haben auch Verkehre, die nicht, das ist dort sehr autolastig und wenn sie es schaffen, das zu vernetzen, dann schaffen sie es vermutlich tatsächlich eine umweltfreundlichere Mobilität hinzubekommen, weil einfach für die ist sowas wie die Elektroroller, die lassen sich sehr gut integrieren in deren Mobilität, weil halt da tatsächlich eine Lücke aktuell klafft zwischen zu Fuß laufen und Autofahren. Und dafür sind die Roller und auch die Leih-E-Bikes, die da eingeführt werden, aktuell natürlich sehr spannend. Und in dem Bereich ist für die Mobility as a Service dann auch wichtig. Für China geht es viel um Kontrolle, um Bewertung, weil das an und für sich mehr es ist in dieses Social Scoring Systeme mit integriert. In Europa geht es, wenn es hier gut läuft, geht es darum, die öffentlichen Verkehre zu vernetzen, landesweit möglich zu machen, Barrieren zu senken, weil Europa schon sehr stark ist im
im öffentlichen Verkehr. Europa versucht auch gerade sozusagen, sich so ein bisschen zu retten vor den großen Business-Tendenzen vor den großen Tech-Playern aus den Vereinigten Staaten und so weiter und versucht, die urbanen Verkehre, vernetzten Verkehre, sich da so zu positionieren, dass sie erhalten bleiben und es werden gerade Konzepte entwickelt, wie das passieren kann. Bei der Mobility as a Service ist gerade für die urbanen Verkehre wird halt gerade viel diskutiert, wer hat wann den Hut auf, wie kriegt man das am besten hin, geht es darum, am spannendsten sind natürlich Konzepte, die sowohl die öffentlichen Verkehre in sowohl die urbanen als auch die Fernbahnen und so weiter integrieren, aber auch die neuen Player, was oft private sind, die E-Scooter, Leihbikes, jetzt zum Beispiel Nextbike gibt es hier, glaube ich, auch in Leipzig, dass das alles zusammengefasst wird. Und dann ist die Frage, wer hat hinterher den Hut auf? Machen das die Öffentlichen? Wird das in privater Hand gegeben? Oder gibt es Konzepte, die sich dazwischen sozusagen abspielen, dass man sich die Verantwortlichkeiten aufteilt, aber natürlich auch die Kosten dann aufteilt, was natürlich sehr günstig wäre, weil sonst lägen die Kosten bei der öffentlichen Hand. Jetzt komme ich zu meinem Rollerbeispiel. Diese Form von Mobilität fand ich sehr interessant, als ich die recherchiert habe. Das ist ein sehr schwieriges Beispiel, wie Connected Mobility laufen kann. Innerhalb von 2 Jahren sind Tausende von Rollern über Europa, über Lateinamerika, über China und so weiter, über die Vereinigten Staaten ausgekippt worden. Es ist ein unglaubliches Venture-Capital dahinter. Es wird unglaublich gepusht von Venture-Capital-Gebern. Und weil sie einfach Geschäftsmodelle, weil sie einfach Geld da sehen, dann sind die Fahrzeuge auf den Straßen, die Fahrzeuge werden in China, also das erste Startup Bird ist 2017 in den Vereinigten Staaten entstanden. Was ich auch sehr interessant fand, dass unser Minister Scheuer gesagt hat, das ist die neue Mobilität, was mich auch sehr irritiert hat, muss ich sagen, weil eben das eine sehr kommerzielle Form, die in den öffentlichen Raum gedrückt worden ist, darstellt. Interessant ist halt an diesen Geräten, dass die Finanzierung ist sozusagen global. Allerdings produziert wird mehr oder weniger in China, in 3 Städten. Und inzwischen fliegen dann die Operator, haben die sogar Verbindungsingenieure, die sich mit den Herstellern zusammensetzen, weil sie festgestellt haben, die Fahrzeuge haben eine Standzeit, die überhaupt nicht zum passt. Die müssen nach 3 Monaten aus dem Markt genommen werden, aus ihrem Umfeld genommen werden. Und theoretisch müssen sie länger halten, das versprechen sie auch. Alles wunderbar. Es ist aber leider so, bisher ist da noch nicht so viel passiert. Das ist hier auch ein Beispiel von Cirque aus Berlin. Und was auch bei diesen Fahrzeugen total interessant ist, die Entsorgung ist nicht geklärt. Und man hat auch schon bei den E-Bikes und bei den Bikeflotten gesehen, die landen irgendwo. Es gibt unglaubliche
Gräber von Fahrzeugen und niemand weiß, wie sie entsorgt werden sollen. Bei diesen hier ist es besonders kritisch, weil halt noch die Batterien und so weiter da sind. Natürlich versuchen die Operator gerade, also TIER, VOI und so weiter, versuchen gerade Lösungen zu finden, gerade für die Batterie, Weiterverwendung und Entsorgung und so weiter und so weiter. Aber bisher sind das alles an und für sich Lippenbekenntnisse. Es ist noch nicht viel wirklich Fixes da und ich bin an und für sich gespannt auf die ganzen, was dann mit denen passiert. Die Frage für Europa ist eben auch, sind diese Fahrzeuge in der Menge, machen die Sinn? Weil es ist natürlich auch die Fahrzeuge, die nicht für den, die aus dem privaten Bereich im öffentlichen Bereich laufen müssen, sind halt natürlich schneller kaputt. Was schon umweltmäßig wirklich schwierig ist. Was dann noch dazu kommt, ist, dass bei der Form von Mobilität sind natürlich auch sehr viele Daten abgefragt worden. Sicherlich ist es auch ein Datenmodell, ein Modell gewesen, wie man an Daten kommt. Auch das muss man sich eben überlegen, ob man so, also theoretisch, das sollte man an und für sich so nicht akzeptieren. Und auch da muss dann überlegt haben, wenn wir das nicht wollen, wie wollen wir es dann machen? So, und jetzt komme ich nähere ich mich meinem eigentlichen Thema an, meinem Projekt. Wie sieht es jetzt gerade, jetzt wechsle ich sozusagen, konzentriere ich mich auf den Zustand von E-Bikes im, wie die aktuelle Situation bei E-Bikes ist. Und zwar hat sich in den letzten Jahren auch sehr viel getan in dem Bereich. Sie sind an und für sich inzwischen voll vernetzt. In den letzten Jahren hat sich, wie gesagt, sehr viel getan. Die Uni Delft entwickelt mit Gazelle inzwischen ein Self-Balancing System, was demnächst auf dem Markt kommt. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge sich selbst ausbalancieren können. Eine der interessantesten Entwicklungen gerade ist der Chainless Drive, also dass sozusagen kettenlos gefahren werden kann, voll elektronisch. Gerade bei der Eurobike Prototypen vorgestellt worden von Heinzmann und Schaeffler. Das ist ein Konzept, das ist 1995 das erste Mal die Idee entstanden. Jetzt ist es soweit, dass die inzwischen möglich geworden sind und dass man die fahren kann nach einigen Anläufen, die nicht geklappt haben. Es gibt unglaublich viele Sensoren jetzt auch in diese Fahrzeuge kommen inzwischen immer mehr Sensoren, sie werden immer elektronischer, also es gibt elektronische Dämpfung, elektronische natürlich Bremsen, Gangschaltung. Inzwischen gibt es, Bosch hat eine ABS vorgestellt für die Bikes. Es gibt inzwischen Lenker, die vibrieren, wenn man, falls jemand dem Fahrzeug zu nahe kommt. Es gibt LiDAR-Sensoren für die Fahrzeuge. Man hat
Ja, es ist, sie sind, man kann sie inzwischen sozusagen so sehen wie Autos in klein. Und sie sind natürlich schwer, also sie sind natürlich auch sehr kommunikativ. Sie haben Bordcomputer, sie haben, man kann das Smartphone integrieren. Ja. Der Nachteil ist, inzwischen bei den E-Bikes auch, viele Komponenten benötigen natürlich Strom. Ja, jetzt, wie bin ich eigentlich zu diesem Projekt gekommen, was ich jetzt initiieren möchte? Und zwar, ich beschäftige mich ja seit 2002 mit E-Bikes, hatte das an und für sich alles ganz konventionell gemacht und bin dann, habe ganz konventionell Produktentwicklung und so weiter gemacht. Und dann hatte ich mein erstes Smartphone und habe festgestellt, ohne Google, ohne die großen Konzerne ist quasi, also ich hatte das Fairphone hier, wollte ein Open Source Betriebssystem haben, wollte und habe festgestellt, Google. Und ohne Google komme ich an und für sich nicht zurecht. Wenn ich nicht mich bei Google anmelde, dann zu der Zeit war ein Android drauf, konnte man kaum öffnen. Das fand ich schwierig, weil ich denke, jeder muss selbst entscheiden können. Ja, wem erzähle ich das? Das war die eine Sache, die ich dachte, und ich habe zu der Zeit war es so, dass Bosch ganz groß in diesem Markt drin ist und ein Smart Bike hatte mit einem Bordcomputer. Die Daten sind seit 2014 halt auf den Bosch-Servern in die Bosch-Cloud gegangen. Das an und für sich 2014 war es sogar so, mehr oder weniger ungefragt, sie sind ganz selbstverständlich da gelandet. Was natürlich auch, klar, aus Servicegründen ist sowas natürlich auch wichtig, aber die Frage ist, müssen auch sämtliche private Daten einfach so auf diesen Servern landen? Das fand ich relativ kritisch. Das war der erste Punkt, weswegen ich dachte, nein, man müsste irgendwas anders machen in dem Bereich. Dann gab es zusätzlich, habe ich zusätzlich gesehen, wie die Entwicklungen im 3D-Druck sind, dass also der 3D-Druck immer wichtiger wird für Kleinserien, Vorserien und so weiter und dass sehr viel Kunststoff da verwendet wird und es umweltmäßig eine echte, na, in eine echte Sauerei ausartet. Und ich habe mich dann gefragt, wie, weil es eine spannende Technologie ist, wie kann man mit 3D-Druck was Sinnvolles anfangen? Weil es ist eine spannende Technologie, wie kann man das so machen, dass sie umweltfreundlicher verwendet wird, dass man, wie kann man sinnvoll das in den Entwicklungsprozess mit integrieren? Und dann ist seit 10 Jahren ist Bosch in dem, das war der dritte ausschlaggebende Punkt für mich, seit 10 Jahren ist Bosch im E-Bike-Bereich sehr aktiv und macht da das Feld so ein bisschen platt für andere Mitbewerber und es wird dann, es gibt weniger Vielfalt und sie sind einfach im E-Bike-Bereich sehr massiv. Und deswegen dachte ich, man muss es anders versuchen. Und da ich Entwicklungshintergrund habe, zwar nicht im Software, aber im Hardware-Bereich, ist meine Idee, gut, dann probiert man es jetzt klein, klein, aber stetig, dafür ein alternatives Fahrzeug zu entwickeln, was hinterher dezentral Open Source läuft mit nachhaltigen mit nachhaltigen Komponenten und so weiter. So ein Projekt, was sich sozusagen, was hinterher so was Ähnliches ergibt wie das Fairphone oder das Shiftphone im Smartphone-Bereich, die zumindest Alternativen zu den aktuellen
Entwicklung darstellen. Als ich angefangen habe, mich mit dem Projekt zu beschäftigen, war mir relativ schnell klar, weil ich auch gerade, also zurückkommt auf die E-Scooter, wo man sieht, dass es wirklich nicht besonders sinnvoll ist, wenn das Geld sozusagen über ein Verkehrsmittel bestimmt, war mir klar, ganz wichtig für dieses Projekt ist die Finanzierung des Projekts. Man muss sich eine vernünftige, nachhaltige Finanzierungsmethode überlegen, wie man kann unterschiedlich, also da muss man halt ja, überlegen, was dann jeweils passt. Wichtig ist natürlich von vornherein für ein nachhaltiges Projekt, dass man wirklich auch eine realistische Life-Circle-Kalkulation macht. Was bedeutet, man betrachtet sich das Projekt sozusagen vom ersten Schritt der Entwicklung bis zur Entsorgung oder zum Recycling von allen Komponenten. Welche Kosten entstehen wie für die Umwelt? Und es ist dann halt wichtig, die passenden Szenarien durchzuspielen, damit man was Passendes für das Projekt findet. Meine Überlegungen waren, gerade für den Hardware-Bereich, den kann man natürlich im Rechner entwickeln. Die Bikes, also dieses hier, das ist übrigens ein Konzept von mir, das stelle ich hier das erste Mal vor, ein Konzept-Bike. Also bei Interesse kann ich auch noch einiges zu dem Fahrzeug selber erzählen, aber es ist nur ein Konzept, es ist nur ein Vorschlag von dem Fahrzeug. Es ist nicht so, dass das jetzt gebaut werden soll, aber es mussten da ein paar Bilder hin und ich dachte, das ist vielleicht ganz nett. Zurückkommen auf die finanzielle Seite. Ich denke, das Projekt wird am Anfang mit Förderung starten und man muss sich dann halt überlegen, geht man dann auf Spenden oder macht man Crowdfunding? Meine Vision war, wie man das sinnvoll hinterher handeln kann, vielleicht ein Genossenschaftsmodell. Das kann dann noch besprochen werden. Für die Software-Entwicklung gibt es sicherlich sowas wie den Prototype Fund, mit dem man anfangen kann, dann die Software zu entwickeln. Und danach kann man halt die gerade relativ üblichen Modelle nehmen, die zum Beispiel auch Nextcloud nimmt, dass die Software selber frei ist, aber der Support dann hinterher was kostet. Und wichtig ist mir für den Bereich, dass die nachhaltig auch ist. Ich habe den Vortrag vom Uber gehört, das fand ich sehr spannend, dass sich inzwischen damit beschäftigt wird, dass halt Software für 5 Jahre auf den Geräten laufen muss und so weiter. Das ist halt auch wirklich tatsächlich ganz wichtig, dass für die Nachhaltigkeit des Fahrzeugs, dass die Software dann halt passt und auch nachhaltig ist. Wichtig ist natürlich da in dem Bereich dann auch über die Lizenzierungsoptionen sich zu unterhalten, damit das halt gut zusammenpasst. Und ich habe öfter gesehen, dass irgendwelche Stiftungen dann solche Open-Source-Projekte übernommen haben. Der Rahmen, es wäre halt für die ganze Hardware, würde ich das Projekt gerne an Cradle-to-Cradle orientiert entwickeln. Was bedeutet eben, was ich eben schon angesprochen habe, man hat den ganzen Lifecycle, guckt man sich an, guckt, was, wann, wie die nachhaltigste Möglichkeit ist und guckt, wie man das dann am besten umsetzen kann. Ich würde davon jetzt erstmal ausgehen, dass alles weitestmöglich digital gemacht werden
ja, digital erarbeitet werden kann. Und wichtig ist sicherlich für ein Open Source, für ein faires Fahrzeug, damit es hinterher robust wird, dass es wirklich alles so einfach wie möglich und so klar wie möglich, gerade wenn viele Leute oder mehrere Leute dann an einem Fahrzeug entwickeln, dass man immer die einfachsten Lösungen und die klarsten Lösungen nimmt. Ganz wichtig ist natürlich, ist ja ein E-Bike, auch der ganze Antriebskit. Da muss dann halt geguckt werden, was nimmt man für einen Antrieb? Nimmt man einen konventionellen Antrieb? Das ist sicherlich für dieses Projekt, für den Anfang, das Passendste, so was selbst zu entwickeln. Das würde wahrscheinlich nochmal Jahre dauern. Aber welchen nimmt man dann? Da muss man halt drüber nachdenken. Welche Batteriekapazität? Was soll es überhaupt für ein Fahrzeug werden? Soll es für die Stadt werden? Soll es ein Allrounder werden? Soll es eher? Das muss dann halt alles besprochen werden, weil sich das halt natürlich alles auf die Rahmengestaltung auswirkt. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, weil halt so viel im Sensorenbereich passiert ist und im Assistenzsystemebereich, ist die Frage dann für dieses Projekt, welche Assistenzsysteme möchte man hier integrieren in diesem Projekt für von Anfang des Projekts an. Ja, interessant wäre halt auch ein Rahmen, der für verschiedene Situationen halt brauchbar ist. Zum Beispiel, dass man einen Gepäckträger hat, den man leicht an- und abbauen kann, dann ist natürlich auch die Frage, soll es ein, man kann Kindersitze und so weiter irgendwie, dass man guckt, wie kann sowas modular integriert werden, direkt bei der Produktentwicklung. Bei der Software ist natürlich, da fühle ich mich dann weniger sattelfest. Ja, da ist dann die Frage, wie kriegt man ein Open Source für den Bordcomputer, das Open Source hin? Welches Betriebssystem nimmt man da? Ich hatte ein Projekt gesehen, den Ubico von 2008. Setzt man auf so eine Entwicklung auf? Oder probiert man es doch ganz neu? Ich denke, man sollte vor allen Dingen zusehen, dass man auf das, was sozusagen im Open-Source-Bereich inzwischen schon gemacht worden ist. Ich habe bei meiner Recherche einiges schon gesehen, aber es ist viel halt ja, so ein bisschen zerfleddert, und für klassische Produktentwicklung, für meinen Bereich, ist es etwas unübersichtlich gerade. Da ist dann, wie gesagt, ich würde das erst zusammen, also gucken, wo steht es, stehen die Grundlagen gerade, was sind die Basics, von denen kann man ausgehen, wie kann ein Linux entwickelt werden, was dann hinterher als Betriebssystem, entweder Linux oder ROS, oder wie kann das entwickelt werden, dass es hinterher auch robust funktionieren kann. Auch die Embedded-Software müsste neu überlegt werden. Wie gesagt, das soll alles. Ja, bei dem Bordcomputer gibt es ja inzwischen irgendwie im konventionellen Bereich schon gute Vorlagen mit dem Bosch-Computer und Bordcomputer mit der Kobi-App. Und so weiter. Ich denke, an sowas könnte man sich dann orientieren, wenn man Open Source
anfängt, sowas neu zu entwickeln und zu integrieren. Und ja, dann muss man halt dann nochmal darüber nachdenken, was möchte man genau haben, wie möchte man das einbetten. Ja. Um jetzt wenn es dann alles klappt, dann gibt es natürlich auch, dann kann man natürlich das leicht auch sollte das Fahrzeug dann funktionieren, dann kann man natürlich auch versuchen, aus diesem Fahrzeug auch ein Sharing-Fahrzeug zu machen, wenn es robust genug ist, sowohl von der Software als auch von der Hardware-Seite aus. Und man kann auch das halt noch in andere Zusammenhänge einbetten. Aber dafür muss die grundlegende Entwicklung erstmal gemacht sein. Deswegen möchte ich relativ klein und handlich in Berlin starten, und zwar mit dem E-Bike-Wiki. Das E-Bike-Brain, das soll eine Plattform werden, wo man erstmal alles sammelt, was bereits im Open-Source-Bereich gemacht worden ist, wo auch eine Bibliothek sein kann, wie was man in der Herstellung und so weiter im Hardware-Bereich für dieses Fahrzeug verwenden kann, und damit man erstmal überhaupt eine Basis schafft. Dafür habe ich bereits eine Förderung beantragt beim City Lab Berlin. Dort könnte diese Plattform auch entstehen. Da würde es mir erstmal darum gehen, ein Brainstorming, was wollen wir für den Anfang auf dieser Plattform haben, und wie kann sie initiiert werden. Es soll erstmal so ein Sammelpool geschaffen werden, wie dass man sozusagen eine gute Basis für dieses E-Bike-Projekt hat, damit dieses Projekt dann hinterher Step by Step entwickelt werden kann. Ich denke, da viele Bereiche relativ offen sind, wird es sicherlich dauern, damit man hinterher, wichtig ist einfach, dass hinterher ein robustes, stabiles Fahrzeug für den Alltagsgebrauch rauskommt. So, wir sind in Berlin auch dabei, mit einer Gruppe von Leuten uns einen Verein zu gründen, der sich sozusagen mit dem Bereich mit dem ganzen Bereich Fahrräder, E-Bikes auseinandersetzt. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Johanna. Und wir haben noch gute 15 Minuten für Fragen. Bitte kommt dafür an die Mikrofone. Wir haben 1, 2 und 3. Ohne die Mikrofone läuft hier nichts. Wir haben auch einen Signal Angel im Raum, der die Fragen über Twitter mit dem Hashtag Dijkstra gerne aufnimmt und uns hier stellt. Aber ich würde sagen, wir fangen an bei Mikrofon 2. Bitte schön. Und ach, wichtig, bitte möglichst keine Co-Referate, sondern echte Fragen. Die Frage wäre jetzt, wie sieht es denn aus? Scheitert das Ganze nicht daran, an der Infrastruktur, die wir haben, die so autozentriert ist und sich auch meines Erachtens trotz diverser Ratentscheide und so weiter überhaupt nicht ändert? Man darf es nicht scheitern lassen. Deswegen möchte ich das Projekt machen. Das ist das Problem. Wir wandern auf diese Zeit zu.
Es wird aktuell eher schlimmer als besser. Und deswegen sind solche Projekte extrem wichtig, weil man muss irgendwie gegensteuern und es muss irgendwas auf der Straße sein, was anders ist. Das stimmt, ja. Aber ich denke, es ist absolut nicht hoffnungslos, weil halt in dem Bereich sehr viel, es ist gerade sehr viel im Werden. Ich war in der Umweltwerkstatt im BMU, die sagten, naja, wir haben jetzt 5 bis 10 Jahre, um zu gucken, was aus dieser Mobilität wird. Jetzt in den kommenden Jahren werden die Hebel, die Voraussetzungen gelegt für das, was hinterher kommt. Und die Zeit sollte man nutzen. Und deswegen mache ich auch dieses Projekt gerade, um die Zeit zu nutzen. Mikrofon 2. Hallo. Ist dir bekannt, dass es seit über 5 Jahren einen offenen Standard gibt für die Vernetzung in E-Bikes, daran gearbeitet wird? Das ist der Next Energy e.V. Von einem initiiert, der seit über 30 Jahren in Deutschland die Entwicklung der E-Bikes im Endeffekt, also von den, damals waren das ja noch alles selbstgebaute Sachen, verfolgt und begleitet. Wen meinst du? Hannes Neubert. Ja. Naja, Hannes kenne ich seit meinem Diplom. Okay. Deswegen stehe ich unter anderem auch hier. Ja. Ich war beim Energy Bus mit dabei. Ah, okay. Ja. Genau. Okay. Deswegen denke ich auch, dass dieses Projekt halt durchaus was werden kann, weil ich halt ganz gute Verbindungen habe. Hm. Ich habe halt auch mit dem vorher bei meinen Recherchen mich damit beschäftigt, ob sowas überhaupt möglich ist und habe dann alle so meine, die ich schon lange kenne, nochmal kontaktiert, wie das denn ist, kann man denn, wie sieht das denn aus, kriegt man irgendwas offen hin, kann man eventuell sogar den Energy Bus für dieses Projekt irgendwie öffnen, damit man erstmal irgendein CAN-Protokoll hat, was man für dieses Fahrzeug verwenden kann, und da gibt es dann schon einige Möglichkeiten, ja. Okay, danke. Ja. Weitere Fragen? Haben wir was aus dem Netz? Nein. Dann bitte Mikrofon 2. Ja, moin. Ich arbeite für Local Motors und wir haben halt ein Open Source Auto schon gebaut, sind jetzt umgeschwenkt mehr auf so einen Kleinbus, wie du ihn gezeigt hast, ein bisschen schicker als der, aber im Prinzip wäre da die Frage, siehst du Potenzial, sozusagen das Ökosystem zwischen diesen Kleinbussen und Fahrrädern ein bisschen aufeinander abzustimmen, sodass man sich gegenseitig unterstützt im Verkehr. Absolut, absolut. Ja. Also ich halte sowas, das sind halt auch tatsächlich dann die Möglichkeiten, die man jetzt hat durch die ganze Vernetzung. Es wäre halt, jetzt besteht eben, wenn man sich jetzt nicht kirre machen lässt von den Automotive-Leuten, besteht jetzt die Möglichkeit, die ganz, ganz große Möglichkeit, endlich eine intermodale Kette hinzubekommen, endlich eine multimodale Kette hinzubekommen. Und das ist genau das, was, also deswegen ist halt auch die Zeit gut, jetzt so ein Projekt zu entwickeln, weil jetzt kann man auch sagen, okay, wir kennen die anderen Fahrzeuge und wir können irgendwie Schnittstellen bauen, sozusagen, dass direkt meinetwegen auf eurem Bus oder so, dass da Rücksicht genommen wird, weil Open Source in dem Bereich ist halt auch deswegen total wichtig, weil ich schon auf der Eurobike festgestellt habe, gerade im E-Bike-Bereich besteht gerade ein riesen Schnittstellenproblem durch Bosch. Bosch ist total zugeschraubt und dadurch sind ganz viele aufgeschmissen, weil sie an verschiedene Daten nicht rankommen und so weiter und so weiter. Und um ein bisschen gegenzusteuern, dafür soll hinterher dieses zwar winzige Projekt, aber es soll halt eine Möglichkeit geben, dieses eben wie Linux eine Alternative zu Windows ist, sowas, dass man halt ganz, ganz klein, klein, klein anfängt, es aber dann wächst und irgendwann das aufhört, dass zum Beispiel Bosch oder was den Markt beherrschen kann und alles zuschrauben kann. Das geht nicht. Ganz viele in dem Bereich halt sagen, ohne Open Source kommen wir sowieso nicht klar, schon gar nicht in der Mobilität. Da werden so viele Daten, da gibt es so große Datenflüsse, ohne Open Source passiert da gar nichts.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Johanna. Ich glaube, das ist ein ziemlich spannendes Projekt. Ich denke, alle, die sich dafür interessieren, finden deinen Kontakt und können auf dich zukommen. Das wäre super. Und ich hoffe, wir konnten es hiermit auch ein bisschen bekannter machen. Vielen, vielen Dank. Einen warmen Applaus nochmal für Johanna.